Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nicht die Ungeimpften müssen die Geimpften schützen, sondern der Impfstoff muss die Geimpften schützen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist eine Impfung, wenn man abgeschwächte, abgetötete oder Bruchstücke von Krankheitserregern verabreicht. Das versteht man seit 150 Jahren unter Impfung. Was Sie als Corona-Impfung bezeichnen, funktioniert aber ganz anders. Mit einer Trägersubstanz wird Erbgut des Virus eingebracht und veranlasst die menschlichen Zellen dann milliardenfach das Spike-Protein zu produzieren. Ein komplett anderes Verfahren im Eilverfahren zugelassen. Sie wagen ein medizinisches Experiment bei einer neuen Krankheit, sammeln aber keine relevanten Daten. Sie wissen nicht, wie hoch der Anteil der Geimpften oder Genesenen an den Infizierten ist. Sie wissen nicht, wie hoch der Anteil der Geimpften oder Genesenen auf den Intensivstationen ist. Sie wissen nicht, wie viele Menschen infolge der Impfung kurzfristig oder langfristig arbeitsunfähig werden. Sie wissen nicht, ob die überdurchschnittlich hohen Todeszahlen seit April mit dem zeitgleichen Beginn der Massenimpfung zusammenhängen. Sie wissen nicht, wie viele Corona-Erkrankte eine Reha benötigen, reden aber ständig von Long-Covid. All diese Daten erfassen Sie nicht. Und den Kollegen, der gerade Quatsch gerufen hat, dem würde ich mal empfehlen, sich mal mit den Daten wirklich auseinanderzusetzen. Dann werden Sie nämlich feststellen, dass Sie all das nicht erfassen. Lieber fälschen Sie wie in Bayern Statistiken, um Stimmung gegen Ungeimpfte zu machen. Dort wurden die über 70%, deren Impfstatus unbekannt war, mal einfach als Ungeimpfte erfasst. Eine gute Regierung passt ihre Politik an die Datenlage an. Sie hingegen passen die Datenlage an ihre Politik an. Das ist zutiefst unseriös, es zerstört das Vertrauen der Bürger in die Politik und es schädigt die Demokratie. Sie sind vollkommen im Blindflug unterwegs und wollen die Menschen trotzdem zur Impfung zwingen. Der neue Gesundheitsminister hat noch am 31. Oktober gesagt, ich zitiere, eine Boosterimpfung für alle wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll. Kaum ist er aber Minister, will er die Menschen dreifach impfen lassen. Wohlgemerkt mit einem Wirkstoff, bei dem uns die Hersteller sagen, dass er frühestens in 3 Monaten an Omikron angepasst werden kann und wo wir nach aktuellen Daten jetzt sehen, dass von den 64 Omikron-Fällen, die es in Deutschland gibt, 62 Geimpfte waren. Grundsätzlich ist immer die Wahl des mildesten wirksamen Mittels geboten. Es sind seit Mitte November 3 wirksame Medikamente zugelassen, die bei einer Corona-Erkrankung helfen. Lassen Sie ab von jeglicher Impfnötigung und setzen Sie stattdessen auf wirksame Medikamente für Erkrankte. Das ist der wahre Weg aus der Pandemie.